Der Austro-Kanadier Dorian Llewellyn siegt bei den World Water Ski Open vergangenes Wochenende am Salmsee in Stereck. Der 24-Jährige musste sich gleich in drei Wasserskidisziplinen gegen seine Konkurrenz durchsetzen: Slalom, Trick und Springen. Organisiert wurde der Wettbewerb von seinen Eltern. Vater Jared Llewellyn ist selbst mehrmaliger Weltmeister. Mutter Britta Gräber ist gebürtige Gmundnerin und gehört mit 10 EM-Titeln in Folge, 2 WM-Titeln und 4 Weltrekorden zu den erfolgreichsten Wasserskifahrerinnen. Bei den Damen sicherte sich die deutsche Giannina Bonnemann Platz 1. Eingeladen waren die Top-Damen und Herren der Weltrangliste. Allerdings konnten aufgrund der derzeitigen Reisestopps die Athleten aus den USA, Australien und Chile nicht am Bewerb teilnehmen.